Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Ini hier und sehr herzlich willkommen zum ersten Prison Break Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute ist es endlich soweit. Meine Lieblingsserie Prison Break werde ich gemeinsam mit euch Let's Playen. Das Spiel, was schon über 8 Jahre alt ist, werde ich jetzt zum ersten Mal gemeinsam mit euch spielen, Leute. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf gefreut habe. Ich wollte es schon so lange bringen, aber heute ist es endlich dazu gekommen. Mafia 3 ist vorbei und somit ist Platz für ein neues Spiel, nämlich Prison Break, Alter. Viele von euch haben es sich auch gewünscht und es hat auch nur eine Spielzeit von 8 Stunden. Und ja, ich habe im Internet ein paar Meinungen zu dem Spiel gelesen. Viele meinten, es ist nicht so gut, also es hat auch nichts mit der originalen Serie zu tun. Aber natürlich sind da die originalen Synchronsprecher dabei, sogar die Deutschen, die originalen Schauspieler. Alles ist so wie in der Serie, nur die Story ist halt anders. Man ist, glaube ich, so, man spielt so einen anderen Typen, der in den Knast kommt, um die Jungs zu töten oder sowas. Irgendwie sowas in der Art wird es sein. Und ich habe gedacht, wir werden uns da einfach überraschen lassen und gucken, was da kommen wird, Leute. Vergewaltigt jetzt schon mal den Like-Button. Und ohne Witz, ich habe dieses Let's Play auch gestartet, weil März 2017, da beginnt ja die 5. Staffel von Prison Break. Und diejenigen, die noch nicht die Serie gesehen haben, denen möchte ich gerne hiermit auch zeigen, dass sie sich bitte diese Serie anschauen sollen. Es ist keine Produktplatzierung. Ich mache das wirklich, weil die Serie mir so krass gefällt vom ganzen Herzen, Alter. Und auch wenn ich dafür kein Geld bekomme, das jetzt alles hier zu sagen, was ich sage, mache ich das trotzdem, weil mir die Serie einfach so gut gefallen hat. Da lernt man so viele Sachen kennen und da sind auch so viele krasse Schauspieler dabei. Wir klicken jetzt mal auf Fortfahren hier. Ich habe mir schon ein Konto eingerichtet für Gaming TV. Wählen. Und ja, Freunde, jetzt können wir starten. Hier, neues Spiel. Zweikampfoptionen, Credits. Ey, wenn ich schon die Musik höre, das ist die Originalserie. Ich komme nicht klar, Alter. Ich weiß, viele meiner Zuschauer, die habe ich damals schon dazu angetrieben, die Serie zu schauen. Aber ich hoffe, dass jetzt die neuen Zuschauer auch mal die Serie schauen werden. Weil die ist einfach so krass, Mann. Ich hoffe, das wird eine coole Let's Play-Reihe werden. Das Spiel wird hoffentlich nicht so schlecht sein. Und es ist aber auch wirklich schon von 2008 oder so. Also extrem alt. Und ich spiele das jetzt auf PC, also ich spiele zum ersten Mal jetzt hier mit Maus und Tastatur. Und ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Alles Schwierigkeit würde ich sagen, machen wir auf jeden Fall auf normal. Normale Gegner, normale Wärter. Und würde ich sagen, geht's auch direkt los. Mit Tätowierungen siehst du wie ein echter Sträfling aus. Okay, Leute. Es sind 7 Männer draußen. Ich wiederhole, 7 Häftlinge entkommen. Holt die Hunde! Alle Wärter zum Haupttor! Mein Name ist Tom Paxton. Ich bin auf einer Geheimmission für die Company im Fox River Staatsgefängnis. Wenn Sie das hier hören, bin ich tot. Häftlinge über die Mauer! Ausbruch! Ausbruch! Man spielt diesen Tom Paxton, glaube ich, der gerade geredet hat, Leute. Okay, man sieht, die Grafik ist jetzt nicht so die beste, aber wie gesagt, das Spiel ist auch schon extrem alt. Fuck, Mann, Alter, ich habe es noch nie gespielt, ey, Leute. So, wow, diese Soundeffekte. Das ist er. Einige Zeit früher. Das ist der Typ, der sich dann ins Gefängnis... Das Erste, was man in diesem Geschäft lernt, ist, sich abzusichern. Diese Aufnahme ist meine Versicherung. Ja, die Stimme von Vegeta aus Dragon Ball, Alter. Boah, halt mal die Musik, Alter! Wer ist das? Neuer Auftrag, Paxton. Du gehst undercover in das Fox River Staatsgefängnis. Oh, bitte, Boss. Gefängnis? Deine Zielperson ist Lincoln Burroughs. Wir haben ihm den Mord am Bruder der Vizepräsidentin angehängt. Doch jetzt erscheint sein kleiner Bruder auf der Bildfläche, Michael Schofield. Kluger Kerl, so eine Art Genie. Überfällt plötzlich eine Bank und wandert nach Fox River. Finde raus, was er vorhat. Secret Service? Oder zieht die Company die Fäden? Die Company. Wir haben uns Mühe gegeben, Burroughs fertig zu machen. Wir müssen wissen, ob Schofield das alles zunichte machen will. Du magst mich nicht, Mannix. Stimmt's? Nicht wirklich. Doch, das tut nichts zur Sache. Beobachten und berichten, das ist alles. Keine wilden Sachen. Wenn jemand merkt, dass ich Agent bin, war's das. Was ist meine Tarnung? Vorsätzlicher Mord. Das ist doch nett. Hätte auch Kindesmissbrauch sein können. Und Paxton, lass das Aufnahmegerät dieses Mal draußen. Boah, Leute, Alter. Wenn ich diese Musik und alles höre, ne? Ey, einfach für mich die krasseste Serie, Mann. Ohne Witz, ey. So, jetzt lässt er sich ins Gefängnis, glaube ich, einschleusen, um halt herauszufinden, was Michael Schofield vorhat. Das ist hier kein Ferienlager, Leute. Zellappell. Fiorello. Wieder da, Dumpfbacke? Sieht ganz so aus, Boss. Halt's Maul, blöd, Mann. Da ist Michael! Ich will nur Ja, Sir hören. Ja, Sir. Michael Schofield. Paxton. Das sind wir, Alter. Immer wenn das Wort Fokussieren auf dem Bildschirm erscheint, kannst du einen interessanten Gegenstand heranzoomen. Drücke dazu auf F. Okay, ich habe noch nie auf Tastatur so richtig gespielt, Leute.
Okay, drücke dazu auf F. Hörst du was im Schilde, Junge? Fokussieren. Sieh mich an und spuck's aus. Ja. Ich guck dir noch an. Du musst lernen, zuzuhören. Digga, ja, chill doch mal, Alter. Krass, Alter. Oh, yeah. Mal richtig diese Prison Break Feeling, Leute. Mann, ey, ich hab da so Spaß jetzt schon dran, ey. Ich bin gespannt, was man hier machen muss, worum es geht, Leute. Ich hoffe, ihr verfolgt mich auch dabei, Alter. Meine Güte, es wird, glaube ich, was ganz anderes werden als Mafia. Und ich hoffe, dass es auch besser bei euch ankommen wird als Mafia, Alter. Weil Prison Break ist meine Kindheit. Ich bin damit groß geworden seit 2005, Alter. Schon über 11 Jahre verfolge ich diese Serie. Hab sie schon über 5 Mal gesehen. Was guckst du so? Guck mal da, Michael. Frischfleisch. Frischfleisch. Auf die Linie mit euch! Ist ziemlich heftig hier, hm? Gefängnis eben. Hier sitzen echt schwere Fälle. Der Southside Butcher, der Typ, der den Bruder der Vize gekillt hat. Keine Ahnung. Du redest nicht viel, oder? Und du hältst nie dein Maul. Es ist ein Gefängnis, ich will hier keine Freunde finden. Jones! Öffne das Tor! Okay, ihr Tiere, bewegt euren Arsch rein und lernt euren neuen Freund, Captain Bellick, kennen. Bellick, Alter, Bellick! Betrachtet Bellick als euren Kapitän auf diesem Luxusliner. Hey, passt doch auf! Ich war's nicht. Haltet den Mund, ihr Schwuchteln, und hört Patterson zu. Willkommen in eurem neuen Zuhause. Wir nehmen euch die Handschellen ab, aber macht keine Zicken. Eine falsche Bewegung und ihr verbringt eure Zeit als Paket verschnürt. Und jetzt geht den Gang runter in unser VIP-Begrüßungszentrum. Beeilung, Jungs. Ihr wollt Bellick doch nicht warten lassen. Schneller, bewegt euren Arsch. Unter meiner Aufsicht habe ich alles unter Kontrolle. Das war's. Weitergehen. Brad Bellick, Alter. Du bist der nächste Frischling. Name und Rückennummer. Paxton Thomas. 133-709. Spielst du Spielchen, Paxton? Ich doch nicht, Boss. Gut, denn ich gewinne alle Spiele, die hier drin laufen. Und jetzt verzieh dich. Gehen wir. Mir nach. Fox River. Boah, Leute, was ein Start, Mann. Boah, welcome home. Welcome home, Leute. Du, die Treppen rauf. Los. Befolge die Anweisungen der Wärter. Die Treppen rauf. Was darfst du so frisch nehmen? Hä? Bewegt euren Arsch. Halt die Schnauze, Alter. Soll ich eine Bombe geben, hä? Gib dir mal eine... Oha. Scheiße! Habt ihr gesehen? Man konnte den schlagen, also mit der linken Maustaste schlägt man den. Ich hab den gerade aussehen eine Bombe gegeben, ich Idiot, ey. Du, die Treppen rauf, los! Okay, komm, wir gehen mal die Treppen hoch. Oh, wie flüssig das spielen lässt, das ist krass auf PC, ey. Mein PC ist auch gar nicht mal so schlecht, deshalb sollte das alles ohne Probleme laufen. Ich glaube, Schofield ist vor uns, ne? Komm näher, dann kriegst 39 du ein Geschenk. Fließen. Ist das Schofield? Ja, ne? Michael? Michael! Boah, ich bin so ein Fan von diesem Typen, ne? Renford Miller. Guck mal, Sucre mit Sucre. Schofield, rein da. Das ist doch Fernando Sucre. Sucre, du hast deinen neuen Freund. Mach's ihm gemütlich. Sucre. 40, schließen. Paxton, du bist der Nächste. Wir gucken. Seht euch den Süßen hier an. Oha. Avocado, lass den Scheiß. Avocado ist das? Den kenne ich doch. Ich geb dem jetzt eine Bombe, Alter. Warte, schnelles Event-Tutorial. Folge den Bildschirmanweisungen, wenn ein schnelles Event beginnt. Du musst verschiedene Befehle eingeben, um es erfolgreich zu beenden. Es gibt bei jedem Event verschiedene Abfolgen von Befehlen, die eingegeben werden müssen. Okay. So, zurück. Links. Schnapp ihn. Komm. Ich drück doch die ganze Zeit links. Hallo. Rechts. So. Der Avocado, Alter. Der hat doch den einen Jungen wollte vergewaltigen. Alter. Was ist denn los mit dir, hä? Ja, das ist unser Zimmer. 44 schließen! Offiziell existiere ich nicht. Ich bin ein Agent der Company, einer Organisation, die Welt im Gleichgewicht hält. Sie kontrolliert die Wirtschaft und sichert den Frieden. Burroughs ist eine kleine Figur in einem größeren Spiel. Die Company will, dass er wie geplant auf Eis gelegt wird. Und genau so wird es geschehen. Mein Auftrag ist es, zu beobachten und zu berichten. Aber niemand schickt einen Typen wie mich an einen Ort wie diesen, wenn kein Blut vergossen werden soll. Aber hoffentlich nicht meins. Boah. Leute.
Junge, das nenne ich mal einen Start, ey. Löse das Rätsel. Agent Tom Paxton wurde von der Company der Organisation Burroughs, die Burroughs für den Tod des Bruders der Vizepräsidenten verantwortlich macht, undercover nach Fox River geschickt. Sein Auftrag lautet herauszufinden, was Schofield und Burroughs im Schilde führen und dafür zu sorgen, dass Burroughs wie geplant auf dem elektrischen Stuhl stirbt. Ja, das ist die Aufgabe von uns. Einführung oben links. Jetzt geht's los, Mann. Ich werde versuchen, jede Folge so 20, 25 Minuten zu halten. Wir sind jetzt, glaube ich, schon so bei 15 Minuten, müsste es ungefähr sein. Tom Paxton. Etwas über Schofield, seine Tätowierung. Sieht mehr wie ein Southside-Schläger aus als wie ein Statiker. Was hat's damit auf sich? So. Schnapp ihn! Oha, fokussieren? Hä? Warte mal. Insassen, gegen die gekämpft werden kann, erscheinen auf der Karte. Dann haben wir direkt eine fette Schlägerei. Moment. Oha, da. Alter, die boxen sich da einfach. Guck mal, der alte Opa boxt sich da mit so einem... ab in den Bunker mit ihm. Eieiei. Ach du Scheiße. Gegner, die geschlagen wollen, werden auf der Karte angezeigt. Mal gucken, ob Schofield noch in seiner Zelle ist. Nein, der ist schon unterwegs. Junge, Junge, ey, weißt du noch... Ich will auch nicht zu viel spoilern, Alter, aber ich denke mal, die meisten von euch kennen die Serie und wissen so halbwegs, worum es geht. Wir müssen jetzt, glaube ich, dahin, was auf der Karte markiert ist. Alter, wenn ich die Musik die ganze Zeit höre, ne, das ist schon wieder was ganz anderes. Dieses Feeling, also ihr wisst ja, Musik macht für mich in Spielen so gut wie 80-90% aus, Mann. Das ist schon, Musik ist sehr, sehr wichtig bei Spielen und bei Filmen und all so ein Scheiß. Überall, Musik zählt einfach für mich so viel, Mann. Okay. Jetzt Schläge. Okay, weiter. Na, Bruder, was geht ab? Na, hier geht's nicht lang. Alter, geht da lang. Die Frage ist, wo lang wir müssen. Meint ihr, wir können uns boxen? Hey, Mann, wir sind zu zweit, Alter. Ich will jetzt nicht hier für Aufsehen sorgen. Ich will ja versuchen, erstmal hier ein bisschen in die Einführung zu kommen. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Also hier sind auf jeden Fall die Duschen. Hier kann man sich schön frisch machen. Ich glaube, hier ist es nicht so richtig, wo wir lang gehen. Kann man auch ein bisschen schneller gehen? Das würde mich auch mal interessieren. Vielleicht mit Shift? Nee, schneller gehen kann man anscheinend noch nicht. Aber ist mal für mich was anderes, Leute. Ganz ehrlich, mit Maus und Tastatur zu spielen. Die zwei, Alter, die machen mir schon irgendwie einen komischen Eindruck, wenn ich ehrlich bin. Die kann man auch, glaube ich, schlagen, ne? Die werden ja markiert. Sollen wir uns mal versuchen, mit denen zu boxen? Ich weiß nicht, Alter. Sollen wir mal? Sollen wir? Ja, es geht. Oha! Steuere mit der normalen Bewegungssteuerung. Schneller Schlag mit links, harter Schlag mit rechts. Ein harter Schlag durchbricht den Block des Gegners. Drücke, während du dich bewegst, um loszurennen. Okay. Eieieiei. So, weiter. Okay, blocke, indem du Shift gedrückt hältst. Ach du Scheiße, Mann. Blockst du im richtigen Moment, wird der gegnerische Angriff verkontert und Versuch verursacht mehr Schaden als der normale Angriff. Eieieiei. Okay, komm. Oha. Zack. Bam. Zack. Deckung durch Block. Hau den kaputt. Tritt drauf. Sta. 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 Bam. Fuck. Tritt den mal. Wie kann man denn drauf treten, Leute, Mann? Das habe ich jetzt vergessen. Zack. Zack. Bam, Junge. Warte mal. Keine Chance, Mann, Alter. Komm, knock ihn aus. Zack. Oha. Der gibt mir voll die Fäuste, Alter. Zack, zack, zack. Bam, bam. Zack, zack. Komm, jetzt eintritt in die Fresse. Erledigen. Komm, jetzt können wir ihn erledigen mit Leertaste. Komm, jetzt zack, erledigen. Zack. Bam. Oh, fuck, Alter. Hä? Willst du auch eine? Kleiner Vogel, hä? Da guckt er schon. Guck mal, der am Gucken ist. Der hat schon richtig Angst vor Tom Paxton. Alter, sah erstmal aus wie Paillet, Alter. Paillet, was geht, Bruder? Der will sich auch boxen. Die wollen sich alle boxen, Alter. Frischfleisch. Ich zeig dir gleich Frischfleisch, ey. Was ein Vogel, ey. So, jetzt gehen wir weiter. Öffnen. Oh, geh in den Haupthof, geh hinaus. So, hier sind wir am Haupthof. Und da hinten, Alter, da sind schon alle unterwegs, Mann. Sucre, Petoschik, ey, alle sind hier, ey. Alle sind hier. Mann, 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 Leute. Das ist, ich muss erstmal drauf klarkommen. Guck dir den mal an. Richtig ein auf Boss. Hör so, was willst du, hä? Die fühlen sich immer alle richtig cool. Reden. Zum ersten Mal drin? Ja. Ein kleiner Tipp, Frischling. Du kannst es auf die harte oder die leichte Tour haben. Auf die harte Tour heißt, Mutterseelen allein im Bunker zu sitzen. Die leichte Tour ist, naja, leicht eben. Wofür entscheidest du dich? Leicht klingt gut. Kluges Kerlchen. Siehst du T-Bag da drüben? Er geht mir auf den Sack, bettelt geradezu um Ärger. Verwickel ihn in einen Kampf, dann haben wir eine Abmachung. Machst du es nicht, heißt das Zauberwort Bunker. Oha, Alter. Wie die den erpressen, ne? Kämpfe mit T-Bag, verärgere T-Bag. Und ihr wisst, glaube ich, wer T-Bag ist, Leute, ne? Theodore Bagwell. Da hinten, Alter. Krass, da ist er, Mann. Bagwell. Hammer. Da ist er, Alter.
Laufen. Ah, Paxton kann gehen und laufen. Laufen macht mehr Krach. Um zu laufen, drücke und halte beim Vorwärtsgehen Shift. Was ist denn L-Shift, Alter? Ich schwöre es, ich kenne mich nicht so aus mit den Tastaturen. Deshalb muss ich erstmal schauen. Ah, okay, ich hab's. Perfekt. Hä? Auseinander, Sträflinge. Ich werde dich kriegen, T-Bag. Aber doch nicht mit diesen zwei lächerlichen Lakritzstangen. Guck mal, das werden wir ja sehen. T-Note. Bist du T-Bag? Wir müssen reden. Oh je, braucht der kleine süße Frischling Schutz in diesem Käfig? Ich komm klar. Diesen Kinderspielplatz nennst du dein Revier? Ich will mich frei bewegen. Der Neue will auf meinem Spielplatz spielen? Dann muss der Neue auch Unterhalt zahlen. Es sei denn, du willst kämpfen. Doch dafür hast du gar nicht die Eier in der Hose. Oha. Oha. Scheiße, Alter, was geht mit? Bam, bam. Nein. Oha, wie konnte ich nochmal? Ich hab vergessen zu kontern, Leute, wie das geht. Zack, Deckung durchbrochen, tritt ihn. Eieieiei, zack. Alter, wie konnte ich nochmal, Leute? Ich hab's vergessen, ich schwöre es euch, warte mal. Ah, so, okay, perfekt. So, Konter. Zack. T-Bag, du hast deinem Pferdearsch ein Einwegticket in den Bunker gelöst. Ah, es dämmert mir langsam. Wenn ich das richtig sehe, sieht es aus, als ob ich schön aufgelaufen bin. Pass bloß auf, Jammerlappen. Junge. Das ist Sinos. Es mit T-Bag aufzunehmen, bringt dir den Respekt der Brüder hier. Und du kannst die Fäuste fliegen lassen, Weißbrot. Ich heiße C-Note. Willst du dir ein bisschen Kohle verdienen? An was denkst du dabei? Das ist Mr. King. Er organisiert die Kämpfe. Alle stecken drin, selbst die Wachen. Verlieren, Ärger kassieren. Gewinnen, breites Grinsen. Junge, Alter, krass, was im Knast hier abgeht, oder? Verdiene dir das Recht zu kämpfen. Sprich mit Jeremiah King. Okay, das machen wir jetzt auch mal direkt, Leute. Hat einfach so eine fette Goldkette an. Kann man gegen Samstag boxen? Kann man bestimmt auch. Naja, kann man trainieren. Guck mal, das ist auf der Karte markiert. Aber trainieren brauchen wir erstmal nicht. Also wir tun uns ducken, also decken mit dem anderen Stick. Also wir gehen jetzt mal zu dem hin. Guck mal, einfach Mr. King, einfach mit seiner Karte. Hey King, ich habe einen Highspawn gefunden. Der Junge kann zuschlagen. Der große Meister will gewinnen, hm? Ich probier's aus. Keine Kämpfe mehr, bis ich die Medikamente kriege, die du mir schuldest, C-Note. Wenn wir quitt sind, kann dein Junge kämpfen. Hör zu, Schneeflöckchen. Mein Partner hat das Zeug im Heizraum versteckt, doch er wurde abgestochen, bevor er sagen konnte, wo. Finde die Medikamente für mich, dann kannst du kämpfen. Okay, Alter, also müssen wir jetzt die Medikamente suchen. Da sind bestimmt auch noch Wachen und sowas, ey. Ja, Freunde, ich würde sagen, an dieser Stelle war's das hier vom kleinen Eindruck vom Prison Break. Also ich muss sagen, ich bin direkt wieder mittendrin, wie auch in der Serie, Alter. Also bisher fand ich das Spiel eigentlich ganz cool, die Einführung. Bin auch gespannt, was noch weiteres hier auf uns warten wird. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben, da schaffen wir vielleicht die 10.000 Likes, Leute. Und wie gesagt, Alter, wer die Serie noch nicht gesehen hat, ich kann es nur jedem ans Herz legen. Dieser Typ, den wir gerade spielen, ist nicht in der Hauptserie mit dabei. Das ist eine etwas andere Story, aber so gut wie dieselbe. Also im Prinzip ist das dasselbe, dass Lincoln im Gefängnis ist, wegen dem Tod von dem Bruder der Vizepräsidentin. Und ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das jetzt auch. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Video. Ich habe heute leider nicht das zweite Video geschafft, weil das sollte eigentlich das Real Talk Video werden, aber das dauert einfach zu lang zum Schneiden. Das wird dann, denke ich, am Sonntag kommen. Morgen kommt WWE und würde ich sagen, Leute, das war's dann jetzt auch hier vom Prison Break. Euer Öni ist raus. Danke für alles. Haut rein und ciao!